zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier bei uns auf der Grünfelder Land. Unsere RP-Map. Guck mal, jetzt backt es schon wieder rum. Eieiei. Ja, die fliegt weg. Ist ja logisch. Wenn die jetzt nicht runterfällt, dann ist ein Wunder. Ja, tschüss. Volker, reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf. Bleib ruhig. Auch wenn es eigentlich nicht geht, bleib ruhig. Die rutscht immer raus. Warum rutscht die denn von der Palettengabel, ey? Und es ist ja nicht nur einmal, weißt du? Sondern das ist immer bei dieser Scheißkombination. Ich brauche, glaube ich, mal einen Stapler. Ich muss mir einen Stapler kaufen. Wenn die jetzt wieder runterbackt, Alter. Glück gehabt, ey, du scheiß Palette. So. Was kostet so ein Stapler, ey? Irgendwie sowas brauche ich. 37.000. Sonst sind sie. Ich werde nicht mehr. Ich kriege einen Herzinfarkt wegen den Paletten. Das können wir nicht machen. Warte mal. Ich stelle mal den Frontlader komplett hier jetzt ab, weil den brauche ich erstmal nicht. Entweder einen Frontlader oder einen Stapler. Eins von beiden muss ich mir kaufen. Aber einen Stapler, einen Frontlader, einen Radlader kostet halt eine ganze Stange mehr Geld. Albert hat gerade eine Nachricht geschrieben. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Albert? Jo, bin auf dem Weg. Alles klar. Passt doch nicht ganze Feld rein. Das ist nicht viel, was fehlt, ne, aber passt nicht alles rein. Jo, bin auf dem Weg, komm gleich vorbei. Jo, immer die Ruhe bewahren. Ruhe ist gut reden, ey. Wir brauchen einen Stapler oder sowas. Hey. Oder einen Radlader, irgendwie. Ich drehe hier halber am Rad. Und einen neuen Traktor, glaube ich auch, der ist auch kaputt. Sieht so aus. Oh je. Oder irgendwas anderes ist los, weiß nicht. Und was einfallen lassen, ne? Jo, sonst überlebe ich die nächste Woche nicht. Aber das kriegen wir schon irgendwie. Und reparieren. Och nee. Ey. Der Traktor war beim Jürgen in der Werkstatt. Meinst du, der hat den repariert? Ach hier, ja, da war ich doch mit bei noch. Hier wegen dem Kratzer und sowas, ne? Ja, ging, aber trotzdem. Das ging doch ein bisschen sehr schnell, war mit der Reparatur, ne? Ja, ja, der hat nochmal nachgebessert, aber ist immer noch nicht fertig. Ah, da vorne ist er, warte mal.
Mal gucken, ob ich Lichthube gegeben, ob er das gesehen hat. Ja, der will nicht alles sehen. So. Ist schon voll? Ja, ja. Ich fahr bei. Ja, irgendwo steht das. Ja, ich bleib hier erstmal kurz. Mal noch ein, zwei Telefonätchen führen. Ja, ist doch nicht mehr viel. Ja, mit dem Drescher, da geht es flott. Oh, der hat aber einen schönen... Der klingt ein bisschen eigenartig, ne? Wer? Der Traktor, ne? Also, oh, aber das, das ist gut. Ich mag den Sound. Schön. Da mal so ein kleinen Flug, der an Fiat dran passt. Gibt's sowas? Ein Tiefenlocker, aber ich weiß nicht. Achso, müssen wir pflügen. Shit. Dann ist ja besser, wenn wir vorher dingen und dann mit dem Tiefenlocker rüber, ne? Ja, das hat man auf jeden Fall. Dass gleich untergebuttert wird. Ach, kalken müssen wir auch noch. Das ganze Programm. Kalken auch noch. Also Kalken. Ah ja, Kalken muss man letztes Mal schon, aber das schiebt man nochmal. Ne, Kalken müssen wir nicht. Geht einmal doch, Kalken. Wenn du das Rote wegnimmst von der Pedalliste hier. Ah, das ist aber nicht richtig synchronisiert, oder? Weil eigentlich ist Kalken komisch. Eigentlich ist Kalken überm Pflügen. Hm. Ja, das kriegen wir schon. Ja, der IT-Fachmann hat gemeint, dass es hart an der Grenze ist hier gerade. Okay. In dem habe ich vorhin kurz telefoniert. Ich wollte gerade mal... Ha? Kann überall so zu sein, ne? Ja, das müssen wir nachher mal... 150 PS hat der Fiat. Ja, wenn es ein paar PS weniger sind, das macht den Kohl ja auch nicht fertig. Ich hab doch Zeit, ne? Ja, doch. Da fährt er halt bloß 5-6 km/h, was soll's. Der Kuhn. Aber spart Geld, ne? 4 Meter tiefen locker. Da braucht er ein bisschen mehr Power, ne? 150 PS oder sowas, ne? Ne, 130 bzw. 140. Ah, ich guck mal, ob wir den geliefert kriegen. Ui, das wär nicht schlecht. Aber wir haben kein Geld. Wir müssen erst die Sojabohnen verkaufen. Ja gut, das ist halt ein kleineres Feld, ne? Jo, aber Preis steigt gerade auch. 2515. Wie viel? 2523. Ey. Oh, Karambade. Bringt ja gutes Geld. 30.000, dann machen wir knapp 90.000 plus. Ein gutes Geld für uns. Da können wir uns den Fluglock den locker holen, ne? Ja, ich wollte gerade noch mal gucken, ob wir hier noch ein günstiges Feld haben hier unten. Aber irgendwie... Das ist alles so um die 100.000 und mehr. 100? 300.000? Feld 120 wäre gut, ne? Ja, das kostet 400.000. Und die 106? 300.000. Gott, das will nicht. Kann man nicht... Hier die bei 83, Gemeinde, die 83. Kann man bei der Gemeinde nicht auch pachten? Geht immer so. Dann könnte man auch. Dass wir uns erstmal so sagen, wenn es nicht so teuer sein würde, ne? Dass wir uns hier die 106 und die 120 pachten, wenn es nicht so teuer ist, heißt es, ne? Dass wir uns erstmal ein bisschen gesund stoßen an der Ernte. Dass der Kredit ein bisschen zurückgeht, ne? Die 83 kostet nicht viel. Da sind Sonnenblumen drauf. Ja, wo ist denn die 83? Auf dem Weg zum Händler. Die kostet 114.000.
und Sonnenblumen sind auch immer ganz gut. Ja, das stimmt, das hat sich deutlich gebessert, ne? Dann kriegen auf jeden Fall 100.000 Kredit. Aber ich würde es gern, wenn es geht, ohne Kredit kaufen. Deswegen sagte ich ja, musst du mal gucken. Du kennst ja im Moment noch besser aus, ob wir uns das leisten können, die zwei Felder. Ich würde die 106, die 120 pachten. Ne? Möglich ist, heißt es. Ne? 106 macht keinen Sinn, da ist nichts drauf. Die 122? Mais, ne. Für die Schweinefutterherstellung, ne? Ja, aber der Schweinebauer, der ist erst eingestiegen. Da gab's einen Besitzerwechsel. Der Sunny macht das jetzt. Hey. Die 101 oder die 130? Das ist das Einzige, was hier reif ist. Halt kurz mal an. Weizen oder Raps? Die 101 ist gut, ne? Die ist gerade reif, ne? Mhm. Warte mal, ich telefoniere mal gerade. Okay, ich mach da weiter. Also der zieht wohl schlecht. Ja. Hallo? Hallo, Jürgen. Anrufen am anderen, ja. Wie haben wir denn das geregelt mit den, helf mir mal, hier Pacht, Felder. 20% auf das Feld und das ist dann die Pacht. Also 20% Feldpreis. Genau, das ist die Pacht dann. Oh Gott. Warte mal, muss ich gerade mal einen Taschenrechner zücken. Oh yeah. Okay, gut, danke erstmal. Tschüss. Jo, ciao. Glaubst es nicht, ey. Albert? Ja? 20% der Ernte ist Pachtpreis. Das heißt 110.000. Warte mal, war das nicht auch an eine Dauer gebunden? Oh, weiß ich gerade gar nicht mehr. 101 ist doch ein gutes Feld, ne? Ich gerade nicht, das ist schön groß, ne? Ja, aber müsste ich mal noch mit dem LU quatschen, weil dann könntest du gleich rüber wechseln, weißt du? Ich telefoniere noch mal kurz mit dem LU. Du kannst mal hier kurz warten dann. Ja, stellst den Traktor oben ab, da. Jo. Telefon rüber. Boah, da kann stehen bleiben. Mach mal den Warnblinker noch aus. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich habe mal eine Frage. Ja. Kannst du grob abschätzen, was der Ernteertrag von Feld 101 ist? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? 101? Hm. Oh, kommt halt drauf an, ob es komplett gedüngt ist, ne? Ja. Und ob das auch, ob da kein Unkraut drauf ist und ja, ob es gepflügt ist und gekalkt ist. Alles Paletti. Also der Maximalertrag. Ja, müsste sein. Nee, eigentlich nicht. Ja, da hältst mich hin und sagst, ja, das kommt da und da drauf an und dann sagst du, nee, ich habe keine Ahnung. Ja. Alter. Gedacht, kannst du mich ein bisschen hinhalten, ha? Ja. Was hatten wir denn ausgemacht wegen Pacht? Pacht. Ja, Felder pachten. 10%. 10%? Vom Kaufpreis. Ja. Okay, gut, ich telefoniere mal. Danke, tschüss. Tschüss. Hallo? Jürgen? Ja? Hast du gedacht, ich bin dumm?
Warum? Ja, reimt sich, ne? Warum? Ja, der Neumann sagt mir gerade 10%, nicht 5, nicht 20%. Nee, wir hatten 20 abgemacht, immer. Ja, der sagt mir jetzt 10%. Weißt du, was das für ein Unterschied ist? Das sind 50.000 Unterschied. Wir hatten aber immer 20 abgemacht. Ja, dann schließe ich mal mit Neumann kurz und dann melde ich bei mir. Würde gern wissen, was jetzt Phase ist. Jo. Danke, tschüss. Alter. Albert. Ja? Die wollten uns über den Tisch ziehen. Was? Jo. Aber der Pacht oder was? Ja, der Neumann sagt 10% und der Razik sagt 20%. Das sind 50.000 Unterschied, das ist ordentlich. Oh ja. Weil bei 10% dann macht Sinn, dann könnte man das machen. Jo, aber 20% dann würde ich lieber sein lassen. Ne? Jo. So, ich mache jetzt mal kurz Mittagspause. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.